27. Spieltag in der zweiten Liga und auch da ist es extrem unterhaltsam. Dazu brauchen wir natürlich für gute Unterhaltung Marcello. Hallo Marcel. Hallo Carsten. Ich sage 6 von 10. Ja, ich auch. Ja, also das ist die Auswertung und übrigens gerne hier ein Abo liegen lassen, wenn ihr uns zwei immer sehen wollt oder nicht verpassen wollt, was wir hier tun. Also, du hast 6 von 10 Tipps in der letzten Runde richtig gehabt und wir gehen gleich rein in die zweite ganz kurz, Liga. Ganz kurz, Carsten, ganz kurz, auch wenn ihr da draußen nur mich sehen wollt, lasst doch bitte auch gerne ein Abo da. Also, Moment, da muss ich jetzt mein Veto einlegen. Also, nur den komischen Vogel, weiß ich nicht, ob das wirklich Sinn macht. Aber jetzt rein in die zweite Liga. Wir schauen auf die Tabelle 1 bis 6. Ja, oben steht natürlich nach wie vor Darmstadt, weil sie auch gewonnen haben letzte Woche in Nürnberg. Dahinter Heidenheim, dann ein Pünktchen HSV und der zweite Hamburger Verein, St. Pauli, nur noch 6 Punkte dahinter. Also das ist ja wirklich eine hanseatische Saga, die man so gar nicht mehr auf dem Zettel hatte. Ja, dann Paderborn und dann haben wir noch Fortuna Düsseldorf und wir steigen gleich ein mit dem Spitzenspiel am Sonntag 1 gegen 6, Darmstadt gegen Paderborn. 1 gegen 5 sogar, Carsten. 1 gegen 5, pardon, ja. Darmstadt gegen Paderborn und ich gratuliere heute dem SV Darmstadt 98 zum Bundesliga-Aufstieg. Oh, das scheint mir ein bisschen verwegen, ehrlich gesagt, Kollege. Ja, du willst bestimmt ein Argument haben und du weißt, dass ich ein Freund der Statistiken bin. Und Carsten, alle 15 Mannschaften, die nach 26 Spieltagen in der eingleisigen zweiten Liga 55 Punkte oder mehr auf dem Konto hatten, sind am Ende aufgestiegen. Alle 15 Mannschaften. So, auch Darmstadt 98 steht ja mit 55 Punkten an der Tabellenspitze. Deswegen herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg. Gut, das dazu. Gegenargumente nehmen wir auch gerne entgegen. Sehr gerne, sehr gerne. Schreibt es gerne in die Kommentare. Allgemein muss man aber schon sagen, Darmstadt hinterlässt auf mich momentan einen sehr stabilen Eindruck, denn sie haben eine Gabe, auch Spiele zu gewinnen, in denen sie nicht mal aufs Tor schießen. Denn genau das gab es tatsächlich am letzten Wochenende gegen Nürnberg. Keinen einzigen Schuss aufs Tor abgegeben. Das Tor, das 1:0, der Siegtreffer fiel durch ein Eigentor. Deswegen das wirklich eine große Gabe, die natürlich auch helfen kann, dass man auch Spiele gewinnt, in denen man vielleicht nicht überzeugt. Und jetzt treffen sie auf eine Mannschaft mit Paderborn, die ja auch einen wichtigen Sieg letzte Woche landen konnte, damit so ein bisschen die Negativserie stoppen konnte. Und trotzdem läuft es für Paderborn auswärts gar nicht gut. Denn sie haben nur ein Tor aus den letzten 3 Auswärtsspielen erzielt. Sie sind 3-mal in Folge auswärts sieglos geblieben. Und deswegen gehe ich hier schon eher in Richtung Darmstadt, wenngleich man sagen muss, es ist ein Duell der Gegensätze. Denn das vielleicht als Überschrift, als Statistik, es trifft die beste Defensive der zweiten Bundesliga auf die beste Offensive der zweiten Bundesliga. Und die beste Defensive muss diesmal ohne ihren Kapitän auskommen, ohne Fabian Holland, nämlich der fehlt gelb gesperrt nach der 10. gelben Karte. Und jetzt kommt das Spannende an der Sache, überhaupt erst zum zweiten Mal in der laufenden Saison fehlt er bei seiner Mannschaft. Und beim ersten Mal war es die 5. gelbe Karte, beim zweiten Mal ist es die 10. gelbe Karte. Mein Tipp, Carsten, falls ich noch nicht gesagt habe, 1,91 als Quote, 1x und unter 3,5. Also Darmstadt holt mindestens einen Punkt vor heimischer Kulisse und es fallen maximal 3 Tore im Spielverlauf. Ja, und die gelben Karten werden uns im Laufe dieser Sendung noch begleiten. Jetzt begleitet uns aber Fabian Hürzeler, der den Anlauf nimmt, mit St. Pauli den 10. Sieg hintereinander zu feiern. Also eine unglaubliche Nummer. Aber das in Heidenheim. Also Heidenheim gegen St. Pauli am Samstagabend. Schon ein Vergleich, der extrem prickelnd ist. Ja, auf der einen Seite Schmidt. Ich weiß gar nicht, gab es überhaupt einen Trainer vor Schmidt in Heidenheim? Ich kann mich nicht erinnern. Und jetzt dieser neue, der Youngster, der Shootingstar Hürzeler in Heidenheim. Also mehr kannst du ja gar nicht verlangen. Nee, mehr kannst du nicht verlangen. Aber Carsten, erstmal eine Frage an dich. Du kennst ja Fabian Hürzeler auch. Weißt du denn, wo er geboren ist? Ja, in den USA, in Dallas. Wenn du es noch genauer willst. Ich könnte dir auch das Krankenhaus nachliefern, aber das machen wir an der Stelle nicht. Ah ja, aber ich glaube, da haben wir jetzt einen Punkt erwischt, den viele noch nicht wussten tatsächlich. Er ist ein gebürtiger Texaner, Fabian Hürzeler. Und ja, alles andere, was das Sportliche angeht, hast du ja schon angedeutet. Er steht bei
9 Siegen aus seinen ersten 9 Spielen als Cheftrainer in der zweiten Bundesliga, hat dementsprechend auch einen neuen Rekord aufgestellt in der eingleisigen zweiten Liga. Wahnsinn, was St. Pauli bislang in der Rückrunde spielt, muss man ganz klar so sagen. Natürlich die beste Mannschaft im Kalenderjahr 2023. Und dass sie jetzt nur noch 6 Punkte Rückstand haben auf den Stadtrivalen, auf den HSV, das sorgt natürlich für zusätzliche Brisanz. Und man darf nicht vergessen, auch auf Heidenheim sind es ja nicht so viele Punkte Rückstand. Das heißt, sollte St. Pauli jetzt gewinnen in Heidenheim, würde da der Rückstand sogar auf 4 Punkte zusammenschrumpfen. Und plötzlich wäre St. Pauli wieder mittendrin im Aufstiegsrennen. Und das nach einer unter dem Strich wirklich katastrophalen Hinrunde. Ja? Allerdings glaube ich tatsächlich, Carsten, dass die Siegesserie der Kiez-Kicker enden wird. Ja, warum? Naja, Heidenheim, beste Heimmannschaft der Liga, 13 Heimspiele, 10 Siege, 3 Unentschieden, noch keine einzige Niederlage kassiert. Sie stellen die drittbeste Defensive der zweiten Liga, St. Pauli übrigens mittlerweile sogar die zweitbeste Defensive der zweiten Liga. Und Heidenheim ist seit 7 Spielen ebenfalls sieglos, St. Pauli zwar seit 11 Spielen, aber ich glaube nicht, dass St. Pauli die Ostalb einnehmen wird. Ja? Und dennoch muss man vielleicht noch konstatieren zum Abschluss, Carsten, dass St. Pauli eigentlich ganz gern gegen Heidenheim spielt. Denn aus den letzten 5 Partien gab es 13 Punkte. Dennoch halte ich an meinem Tipp fest. Ich sage, St. Pauli wird diesmal nicht den Platz als Sieger verlassen. Heidenheim holt mindestens einen Punkt. Deswegen auch hier doppelte Chance 1x in Verbindung mit dem unter 3,5. Und die Quote liegt bei 1,91. So, und wir machen weiter mit einer Aufforderung an euch. Also, wer steigt jetzt auf? Der HSV oder St. Pauli oder beide nicht? Also bitte, da ist doch einiges zu diskutieren. Bitte mit uns. Wir machen weiter mit dem HSV. Die spielen gegen Hannover 96 und wir machen auch weiter mit der gelben Karte. Denn die 5. hat ja Börner bekommen und das ist der zweitbeste Zweikämpfer der Liga. Spielt bei Hannover 96. Absolut. Absolut. Ganz wichtiger Spieler, Julian Börner von Hannover 96. Wird natürlich einerseits daran klar, dass er eben der zweitbeste Zweikämpfer ist, hinter Patrick Pfeiffer von Darmstadt 98. Er hat 68% aller Zweikämpfe für sich entscheiden können. Und was vielleicht noch interessanter ist im Zusammenhang mit der Partie gegen den HSV, dass in 13 Spielen ohne Julian Börner, also seit Beginn der vergangenen Saison, Hannover nur 0,8 Punkte im Schnitt geholt hat. Das heißt, ich glaube, dass sie diesen Ausfall schwer kompensieren können, zumal man ja sagen muss, beim HSV erkennt man die Spieler, auch wenn sie nackt über den Platz laufen. Ja, ich weiß nicht, ob du weißt, worauf ich hinaus will, auf das grandiose Interview von Tim Walter, der ja wirklich sehr überzeugt von sich ist und der einfach mal gesagt hat, naja, sein Ziel ist es, dass man alle HSV-Spieler erkennt, wenn sie ohne Trikot nackt über den Platz laufen, dass man trotzdem weiß, dass es eben HSV-Spieler sind. Lasse ich mal so dahingestellt. Fakt ist, man erkennt es sicherlich daran, dass die Knie schlottern. Denn, Carsten, der HSV... Vielleicht sollte man auch das bei Trainern so machen. Ja? Oder lieber nicht, so wie die daherkommen. Nein. Lieber nicht. Und ich auch nicht. Aber HSV, ich habe es kurz angesprochen, die Knie schlottern. 3 Spiele in Folge jetzt schon wieder sieglos geblieben. Der Rückstand schmilzt auf St. Pauli, auf Paderborn, auf Düsseldorf. Und jetzt müssen sie einfach zu Hause gegen Hannover gewinnen. Sie müssen. Es ist Pflicht. Es ist ein absoluter Pflichtsieg. Und positiv stimmt in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass der HSV eben 5 ihrer letzten 6 Heimspiele siegreich gestalten könnte. Ein Unentschieden noch geholt, 2-mal in Folge, zuletzt sogar zu 0 gespielt. Und zudem treffen sie auf einen Trainer, Stefan Leitl, der in 9 Anläufen weder als Trainer noch als Spieler bislang ein Spiel gegen HSV gewinnen konnte. Und ich sage trotzdem, dass ich nicht auf den HSV wette, weil es mir einfach zu viel Risiko ist und beim HSV immer viel passieren kann, gerade im verrückten April. Und deswegen sage ich zu einer Quote von 1,83, dass beide Mannschaften zum Torerfolg kommen und mindestens auch 3 Tore im Spielverlauf fallen. Nürnberg spielt gegen den KSC und beim KSC ist der sportlich Verantwortliche nicht mehr Kreuzer. Nach 7 Jahren wurde er von seinem Job entbunden. Und das kann sicherlich nicht nur sportliche Gründe haben, denn sportlich läuft es ja für die Badener in der Rückrunde eigentlich ziemlich gut. Wir sprechen beim KSC über eine Niederlage aus den letzten 8 Ligaspielen. Nur St. Pauli holt in diesem Zeitraum mehr Punkte als der KSC.
Und jetzt bekommen sie es mit einem Gegner zu tun, gegen den sie nicht sonderlich gerne spielen, denn das vielleicht als übergreifende Statistik, Nürnberg hat nur 5 der insgesamt 23 Zweitligaspiele gegen den KSC verloren. Aber, jetzt kommt wieder das große Aber, die letzten beiden direkten Duelle, die gingen an den KSC aus dem Wildpark. Und ja, deswegen ist es hier für mich auch sehr schwer einzuschätzen, in welche Richtung das geht. Deswegen habe ich mich mal an die Quoten gehalten. Und dort wird Nürnberg als Favorit gehandelt. Und das sehe ich nicht wirklich so, denn man darf nicht vergessen, Nürnberg hat am Mittwochabend noch ein Pokalspiel. Der KSC kann sich komplett auf diese Zweitliga-Aufgabe vorbereiten. Nürnberg spielt bislang eine schwache Saison, stellen die zweitschlechteste Offensive der Liga, haben schon 12-mal kein Tor erzielt in der laufenden Saison. Und Karlsruhe ist eben formstark unterwegs. Deswegen habe ich hier mal gleich 2 Tipps rausgesucht zu dieser Partie, die meiner Meinung nach eben die besten Value-Quoten beinhaltet. Und ich sage zum einen 1,98, x2 und über 1,5. Und zum anderen sage ich zu einer Quote von 1,83, dass Karlsruhe 1:0 in Führung geht. Eines der verrücktesten Spiele, wenn nicht das verrückteste überhaupt in dieser Saison, hat ja am letzten Wochenende auf dem Betzenberg stattgefunden. Heidenheim führt 2:0 bis zur 90. Minute. Kleindienst hat einen Elfmeter, verschießt den und am Ende steht es 2:2 nach 90 plus 6. Also mehr Wahnsinn geht ja gar nicht, Marcello. Da kannst du ja noch nicht einmal gegen anstinken. Nein, da kann ich nicht dagegen angehen. Und das ist der Grund, warum wir Fußball lieben, Carsten. Man kann nie vorhersehen, was passiert. Und ich habe mich ein bisschen geärgert, weil natürlich damit auch der Tipp, den ich letzte Woche genannt hatte, falsch war. Ich hatte ja gesagt x2 und unter 3,5. Ja, durch das letzte Tor dann durch Philipp Herrscher wurden es dann 4 Tore. Dementsprechend wurde mein Tipp falsch. Und trotzdem darf das nicht darüber hinwegtäuschen, dass Kaiserslautern eher eine enttäuschende Rückrunde spielt. Ja, wir sprechen mittlerweile von 4 sieglosen Partien in Folge. Wir sprechen von einem einzigen Sieg aus den letzten 7 Ligaspielen. Und auswärts läuft es sogar noch schlechter, denn dort haben sie 4-mal in Folge verloren, die Männer von Betzenberg. Und sie haben 4-mal in Folge auswärts auch kein Tor geschossen. Dementsprechend glaube ich schon, dass es eine schwierige Aufgabe wird in Braunschweig. Übrigens, die letzten 3 direkten Duelle zwischen diesen beiden Mannschaften endeten allesamt 1:1. Übrigens ein Ergebnis, was ich mir auch diesmal ganz gut vorstellen kann. Und ja, Braunschweig ist seit 6 Partien gegen Kaiserslautern im Profifußball ungeschlagen. Und der Trainer von Braunschweig, Michael Schiele, der hat sogar noch nie in 7 Anläufen als Trainer gegen den ersten FCK verloren. Und deswegen gehe ich auf die doppelte Chance 1x. Ich sage, Braunschweig wird zu Hause nicht verlieren gegen Lautern. Und es werden aber auch hier maximal 3 Tore fallen, denn mit Ruhm hat sich Lautern bislang wirklich nicht bekleckert in der Fremde im Kalenderjahr 2023. Und dafür gibt es eine Quote von 1,98. Arminia Bielefeld gegen Fortuna Düsseldorf. Durchaus ein Spiel, was man so auch in der Bundesliga gerne gesehen hat. Und Arminia Bielefeld surft ja auf einer Erfolgswelle unter dem neuen Coach Koshinat. Und Fortuna Düsseldorf, das konnten wir ja auch in der Tabelle bemerken, auf Platz 6 hat durchaus noch Ambitionen Richtung Aufstieg. Sehr interessante Konstellation zwischen diesen beiden ehemaligen Bundesligisten. Und du hast es auch richtig angesprochen, Carsten. Für mich Bielefeld unter Koshinat wirklich sehr, sehr gut unterwegs. Ja, nach Uli Forte, nach Daniel Scherning hat er jetzt endlich die Trendwende herbeigeführt und auch endlich das geschafft, was ich ja eigentlich schon seit Wochen predige. Denn das Prunkstück der Bielefelder Mannschaft ist die Offensive. Okugawa, Hack, Klos, wie sie alle heißen, das sind alles ehemalige Bundesligaspieler gewesen, auch Spieler, die sicherlich wieder nach oben wollen. Und seit dem Amtsantritt von Uwe Koshinat hat kein Zweitligist mehr Tore erzielt als Bielefeld, hat kein Zweitligist mehr Schüsse abgegeben als Bielefeld. Und deswegen geht es tatsächlich hier auch in die Richtung, dass Tore fallen werden. Bielefeld gegen Düsseldorf, denn Bielefeld steht bei 11 Toren in den letzten 4 Spielen. 8 der letzten 10 Partien endeten mit einem über 2,5. Und in den letzten 4 Partien fielen in Summe sogar 19 Tore, also fast 5 im Schnitt. Und Düsseldorf steht da eigentlich in nichts nach, denn alleine in den letzten beiden Spielen mit Düsseldorfer Beteiligung fielen 11 Treffer. Und Düsseldorf hat ebenfalls in 4 der letzten 6 Auswärtsspiele über 2,5 gespielt. Und deswegen, ja, die im Aufwind befindlichen Bielefelder mit 7 Punkten aus 3 Spielen unter Uwe Koshinat, das vielleicht nochmal als Fakt herausgearbeitet, werden hier wieder Tore erzielen. Sie werden aber auch Tore kassieren. Und deswegen sage ich 1,80 über 2,5 nach 90 Minuten. An der Ostsee heißt es Rostock gegen Kiel, kurz und schmerzlos, Marcello. Da gehe ich auf das
exakte Gegenteil im Vergleich zur Partie von zuvor, denn ich sage hier, dass wenige Tore fallen werden und der Grund liegt auch relativ klar auf der Hand. Wir sprechen bei Rostock von der formschwächsten Mannschaft in der laufenden Phase dieser Saison, ja, von der schlechtesten Rückrundenmannschaft, einer Mannschaft, die einen Sieg aus den letzten 9 Partien geholt hat, davon 7 sogar verloren hat. Und Kiel ist ebenfalls gar nicht gut in Form, sind seit Mitte Februar sieglos. Sie haben seit 5 Spielen eben nicht mehr gewonnen, 3-mal unentschieden, 2-mal verloren. Und sie haben auch in ihren letzten 5 Spielen nur 5 Treffer markieren können. Und dann Rostock, naja, schwächstes Rückrundenteam habe ich angesprochen, 4 geschossene Tore in 9 Rückrundenspielen. Schwächste Offensive mit insgesamt 21 Toren im gesamten Liga-Vergleich. Und deswegen gehe ich auf das unter 2,5, was übrigens in 6 der letzten 7 Rostocker Heimspiele auch richtig gewesen wäre. Und die Quote von 1,95 verspricht auf jeden Fall einen attraktiven Value. Sandhausen, ja, nach wie vor in allergrößter Seenot empfängt die Spielvereinigung Greuther Fürth. Ja, du sprichst bei Sandhausen von Seenot. Welcher See liegt da in der Nähe? Das musst du selber rausfinden. Sehr gut. Aber was ich dir sagen kann, Carsten, vielleicht als Statistik, als Faktbox mal unten dargelegt, das zweitschwächste Heimteam trifft auf das schwächste Auswärtsteam. Das heißt, wir brauchen jetzt nicht unbedingt erwarten, dass wir da ein fußballerisches Spektakel, ein ästhetisches Spiel sehen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Trotzdem muss ich sagen, sehe ich leichte Vorteile bei den Fürthern, weil sie eben zum einen nur 3 ihrer bisherigen 17 Zweitligaspiele gegen den SVS verloren haben und zum anderen sind sie eben auch ein bisschen formstärker, wenngleich ein Sieg aus 13 Auswärtsspielen natürlich dagegen spricht, jetzt auf einen Auswärtssieg von Fürth zu wetten. Und ja, bei Sandhausen, Carsten, fehlt der wichtigste Spieler. David Kinzombi, Topscorer, schon 10 Scorerpunkte, 6 Tore, 4 Vorlagen. Erstmals seit seinem Wechsel im Sommer wird er fehlen, jetzt für den SV Sandhausen. Und ich glaube nicht, dass die Sandhäuser diesen Ausfall kompensieren können. Und deswegen sage ich, doppelte Chance x2, also Fürth holt mindestens einen Punkt. Und es fallen auch hier maximal 3 Tore. Und dafür gibt es eine kombinierte Quote von 1,82. Magdeburg hat am letzten Spieltag 3 Tore geschossen. An allen 3 war der Kollege Checker beteiligt. Ja, also da hat er schon mal gezeigt, was Sache ist. Magdeburg reist jetzt nach Regensburg zum Jahn. Genau, Jason Checker, du hast es völlig richtig angesprochen. Er ist der zweitbeste Topscorer, ja, also der zweitbeste Scorer bei Magdeburg hinter Quarteng. Der hat 10 Scorerpunkte. Checker steht momentan bei 6 Torbeteiligungen in der laufenden Saison. Und allgemein ist Magdeburg für mich wirklich eine Mannschaft, die ich gerne spielen sehe. Sie sind tatsächlich der Zweitligist mit dem meisten Ballbesitz im Schnitt. Ja, also unter Christian Titz haben sie 61% Ballbesitz im Schnitt. Für einen Aufsteiger ist das ein grandioser Wert. Ja. Und Regensburg ist genau das Gegenteil, denn sie haben im Schnitt den wenigsten Ballbesitz mit 40%. Und deswegen ist da schon mal klar, in welche Richtung das Ganze gehen wird, was den Ballbesitz angeht. Also Magdeburg wird das Spiel auch in Regensburg ein Stück weit dominieren. Und dann treffen die beiden harmlosesten Mannschaften nach Standardsituationen aufeinander. Und es trifft eine Mannschaft mit Regensburg auf Magdeburg, die schon 12-mal in der laufenden Saison ohne eigenen Torerfolg blieb, Regensburg. Ja. 4 der letzten 5 Heimspiele unter 2,5 und Magdeburg ist eben momentan besser in Form. Plus Regensburg muss auf ihren besten Torschützen in der Rückrunde, auf Owusu, gelb gesperrt verzichten. Und deswegen lautet hier mein Tipp, dass Regensburg in diesem Heimspiel maximal ein Tor erzielen wird. 1,72 ist die Quote für Regensburg unter 1,5 Tore. Wunderbar. Und ihr habt gemerkt, auch im letzten Spiel, es ist eine gelbe Sendung heute, der 27. Spieltag in der Bundesliga. Wenn ihr übrigens ohne viel Einsatz, nämlich ohne gar keinen Einsatz, etwas gewinnen wollt, hier ist ein unschlagbarer Tipp für euch. So, vielen Dank, Marcello. Es war mir eine Freude. Hier ist die Übersicht der Tipps für den 27. Spieltag in der Bundesliga. Wie ihr wisst, die Bundesliga haben wir natürlich auch im Video bedient. Und wir werden international und auch die dritte Liga wieder dabei sein. Euch ein tolles Osterwochenende. Wir sehen und hören uns.